2013 hat Jaguar den F-Type vorgestellt. Ein Fahrzeug, auf das viele Fans der britischen Edelmarke lange gewartet haben, denn es war endlich wieder ein Jaguar als Sportwagen. Seitdem hat das Fahrzeug reichlich Preise abgeräumt und jetzt endlich zeigt Jaguar die neue Form des F-Type. Und wir sind dabei hier in München bei der Weltpremiere. An der Front des neuen F-Type gibt es die meisten Änderungen, zumindest beim Exterieur, zu entdecken. So hat das Fahrzeug zum Beispiel einen komplett neuen Frontstoßfänger und ganz wichtig hier mit einem deutlich vergrößerten Kühlergrill, der unter anderem hier unten auch das F-Type-Signet jetzt drin hat. Und wir haben hier diese wunderschöne Wabenstruktur. Ganz wichtiges Thema außerdem, es gibt neue Scheinwerfer. Serie immer LED-Scheinwerfer vorne wie hinten, aber hier sind die sogenannten Pixel-LED-Scheinwerfer verbaut. Die sind zum einen optisch sehr ansprechend und vor allem auch deutlich schmaler als beim Vorgänger. Darüber hinaus ist es aber ein intelligentes Licht. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen dynamischen Blinker mit an Bord, sondern auch automatisches Abblenden bei Gegenverkehr. Dann ganz wichtig an der Front ebenfalls sind die neuen Lufteinlässe auf der Haube. Denn die waren vorher weiter hier oben, sind jetzt nach unten verschoben worden und deutlich breiter geworden und sorgen so für bessere Luft für den Motor. Die Basisversion des F-Type kommt jetzt mit 18 Zöllern vorgefahren. Unser F-Type R jedoch hier hat serienmäßig 20 Zoll Räder an Bord. Wenn wir uns den Rest der Seite anschauen, gibt es nicht viel Neues außer hier. Wir haben jetzt hier den Leaper, das heißt die springende Katze anstelle des Jaguar-Schriftzugs und wir haben hier tatsächlich echte Luftauslässe. Ansonsten aber der typische F-Type, wie wir ihn von der Seite kennen, Proportionen sind gleich geblieben. Wir haben immer noch die versenkbaren Türgriffe. Wenn wir nach hinten kommen, immer noch diese wunderschön rausgearbeitete Schulter. So, neben mir ist jetzt Christian Danner und er ist nicht nur ehemaliger Rennfahrer und Kommentator bei der Formel 1, sondern auch Leiter, wenn es darum geht, Driving Experience bei Jaguar zu erleben. Christian, ich habe eine Frage. Wenn wir uns den neuen F-Type anschauen, was denkst du, wie wichtig ist so ein Fahrzeug und das Auto auch wieder zu modernisieren für die Marke Jaguar? Ja, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil das ist Jaguar pur, so ein F-Type. Und da muss man ganz klar sagen, das war ja ein wahnsinnig gutes Auto. Und das dann nochmal deutlich besser zu machen, da muss man schon genau hinschauen, wie das geht und was man da verbessern muss. Natürlich, äußerlich klar, das Design, das finde ich wahnsinnig spannend. Davon habe ich aber überhaupt keine Ahnung. Wie sich das Ding fährt, da habe ich schon Ahnung. Und wenn wir uns über das Fahren unterhalten, es ist ja doch, glaube ich, ein paar Veränderungen gemacht worden, auch wirklich rein technische Veränderungen. Weißt du, was genau gemacht wurde und wie wir das auf der Straße erleben? Ja, wie immer gehört zum, also Fahrwerk ist ja nicht nur ein paar Stangen oder ein paar Radaufhängungsteile oder ein Stabi oder Federn oder sowas. Fahrwerk ist immer alles. Fahrwerk ist die Kombination aus Reifen, Bremsen, Radaufhängung, Stabilisatoren und natürlich auch ein bisschen die damit verbundene Abstimmung. Wie stelle ich die Dämpfer ein? Wie mache ich das mit den Federn? Und da hat man in der Tat viel, viel weiterentwickelt, auch sehr viel auf der Nürburgring-Nordschleife entwickelt. Da waren ja viele meiner Instruktoren auch dabei, die mit Phil Taulbois, dem Entwicklungschef, da zusammengearbeitet haben. Und das, was jetzt rausgekommen ist, ist eben einfach nochmal besser. Erstaunlicherweise geht es dann doch immer noch ein bisschen besser. Einfach mal die einfache Frage, wie gefällt er dir? Super. Also ich finde, das Auto schaut sehr gut aus. Es hat eine nicht nur ein verändertes Gesicht, es ist ein gestretchtes Auto irgendwie. Also ich finde es das spannend, dass sowas mit solchen Designänderungen mal hinschaut und sagt, boah, es schaut ja echt cool aus. Ja? Also obwohl ich mich ja eigentlich nur fürs Fahrverhalten interessiere. Ja, gefällt mir sehr gut. Wenn wir uns das Heck anschauen, dann hat sich hier auch einiges getan. Zum Beispiel, wir haben natürlich serienmäßig immer LED-Rückleuchten. Je nach Ausstattungslevel oder nach Fahrzeug haben wir die dann auch mit dem dynamischen Blinker. Darüber hinaus gibt es einen komplett neuen Heckstoßfänger. Ganz wichtig hier, das Erkennungsmerkmal für den neuen F-Type, wenn wir wissen wollen, welches Modell wir fahren, das sind die Auspuff-Endtöpfe. Denn wir haben bei dem Basismodell hier einen viereckigen Auspufftopf in der Mitte. Bei den beiden höheren Varianten haben wir eine vierflutige Auspuffanlage. Und damit man den R unterscheiden kann, gibt es auf jedem einzelnen Auspuffendrohr dort das R eingeätzt. Wenn wir uns die Heckleuchten jetzt mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass dieser Schwung hier nach wie vor vorhanden ist. Aber es sieht alles irgendwie weicher, irgendwie geschmeidiger aus. Und wir haben hier noch diese schöne abgedunkelte Linie drunter, die das Ganze unterstreicht. Außerdem ganz wichtig, diese Heckleuchten sind wieder mal schmaler geworden und sie sind inspiriert durch die Heckleuchten des elektrischen I-Pace. Das Interieur
Interieur des F-Teil bietet noch immer dieses typische 1+1 Gefühl. Das heißt, Fahrer und Beifahrer sind wirklich voneinander getrennt, unter anderem nicht nur durch die dicke, breite Mittelkonsole hier, sondern eben auch durch diesen zusätzlichen Haltegriff. Das kennen wir aber auch schon vom Vorgänger. Wichtig jetzt ist jedoch, wir haben jetzt hier ein 12,3 Zoll großes digitales Cockpit mit an Bord, das in der Mitte den großen Drehzahlmesser bietet, aber frei konfigurierbar ist. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel hier auch zwei Rundinstrumente anzeigen lassen oder aber die vollflächige Kartenansicht nutzen. Darüber hinaus gibt's das Touch Pro Infotainment System mit einem 10 Zoll Touchscreen an Bord, der natürlich auch alle aktuellen Inhalte bietet und ganz wichtig jetzt auch mit an Bord Apple CarPlay und Android Auto. Und damit der Jaguar genauso schön daherkommt, wie man das vom Jaguar erwartet, finden wir jetzt in einigen Modellen dieses sehr schöne Gesteppte hier in den Türen oder auch das gesteppte Leder an den Sitzen. Aber das ist je nach Ausstattungswunsch oder auch nach Fahrzeug immer unterschiedlich. Aber es hebt einfach nochmal den Eindruck, den das Fahrzeug in macht. Und natürlich finden wir in der Kopfstütze zum Beispiel auch schön eingeprägt nochmal den Jaguar. Für die richtige Balance zwischen digitaler und analoger Welt finden wir hier im F-Type unterhalb vom Infotainment-System nochmal drei Drehregler für die Klimaanlage und darunter eine Reihe von Tasten. Und das Ganze sorgt zusammen mit dem kleinen Schaltknopf einfach für so ein bisschen Jet-Feeling. Aber das hatten wir auch im Vorgänger schon. So, neben mir ist jetzt Christian Löhr, Marketing- und PR-Chef Jaguar Land Rover. Christian, ich habe eine Frage. Wenn ich mir den neuen F-Type anschaue, wie wichtig war das für euch, dieses Fahrzeug neu zu interpretieren und was habt ihr eigentlich gemacht? Ja, das war für uns sehr, sehr wichtig, denn der neue F-Type ist im Prinzip die Erfolgsgeschichte, die wir seit 2012 begonnen haben. Das ist das Fahrzeug, das uns in die Moderne gebracht hat und das ist die Essenz von Jaguar. Das ist die Ikone, für die Jaguar steht und das ist das Auto, das uns auch in die Zukunft tragen wird. Und von daher war es ganz, ganz wichtig, dieses Modell weiterzuentwickeln. Und das haben wir getan, sowohl im Design als auch mit den inneren Werten und der Technik. Wenn wir das Thema Technik sprechen, mir ist aufgefallen, beim letzten Modell, sage ich mal, vom Jaguar F-Type, habt ihr ja irgendwann dann einen 2-Liter-Motor nachgezogen. Da habe ich mir so gedacht, echter Sportwagen, 2 Liter 14, da klappt das. Wie ist denn der angekommen und was ist dann der Grund, das auch jetzt wieder zu tun? Ja, der Grund, warum wir zwei Liter Vierzylinder gemacht haben, ist natürlich, weil es Spaß macht. Und ich glaube, es ist ein schönes Beispiel, wie Downsizing funktionieren kann, denn wir haben alle Skeptiker eigentlich auf unsere Seite gewonnen, denn das macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein Riesenvergnügen, den Vierzylinder zu fahren. Er klingt toll, er fährt toll, ist die Essenz eines Sportwagens und zeigt einfach, dass Downsizing und Sportwagen sich nicht ausschließen, sondern wunderbar funktionieren. Und deswegen werden wir den Vierzylinder auch beim neuen F-Type fortführen. Die Hälfte aller F-Type sind schon Vierzylinder und wir haben begeisterte Kunden, die der Begeisterung eines 8-Zylinder F-Type eigentlich in nichts nachsteht. Zum Marktstart des neuen F-Type gibt es jetzt drei unterschiedliche Motorisierungen. Das Ganze startet mit dem sogenannten P300. Das ist ein Vierzylindermotor, der liefert 300 PS. Dann kommt der P450. Da haben wir aber schon einen V8 mit an Bord und wie der Name schon sagt, 450 PS. Und dann gibt es die Top-Version, den F-Type R. Da reden wir dann auch wieder von einem V8. 575 PS, also quasi die Leistung, die wir vom vorherigen SVR kennen. Und der ist dann leider abgeriegelt bei 300 Kilometern pro Stunde. Wichtig ist, alle Fahrzeuge haben serienmäßig immer ein 8-Gang-Getriebe von ZF an Bord, also eine Automatik. Und ganz wichtig, es gibt die kleineren Motorisierungen nur als heckgetriebenes Fahrzeug. Den großen R gibt es immer serienmäßig mit Allrad. Und die Mitte, den P450, da kann ich mir aussuchen, ob ich Hinterradantrieb oder Allrad möchte. Den neuen F-Type, den gibt es in drei Ausstattungsvarianten, nämlich den F-Type, den F-Type R Dynamics und den F-Type R. Beginn tut das ganze Angebot bei uns in Deutschland mit 64.200 Euro. Die mittlere Variante, die kostet dann allerdings schon 92.500 Euro. Und wer die Top-Version haben will, den F-Type R, der muss mindestens 125.600 Euro auf den Ladentisch legen. Was mir hier beim Fahrzeug richtig gut gefällt, ist, dass Jaguar es geschafft hat, so eine Ikone nachzuschärfen, ohne die echte DNA zu verlieren. Und ich denke, ich freue mich jetzt schon auf die Fahrveranstaltung.